Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum brandneuen Part von Azura's Wrath. Jawoll. Im letzten Part haben wir den dicken, fetten Weisen platt gemacht. Dieser riesen Oschi-Typi. Oh, ich bin Weisen, der einer der Seven Deities. Der Dicke halt. Und heute, ja, was passiert heute? Was ist heute auf dem Plan? Ganz einfach, unser alter Gegenspieler Yasha ist aufgetaucht. Und das Blöde ist, Freunde, wir haben keine Arme mehr. Wir können uns nicht mehr verteidigen oder sonst irgendwas, aber irgendwie wird es Azura schon schaffen, da richtig mal Yasha in die Fresse zu hauen. Ja, dann haben wir herausgefunden, dass die anderen Leute, also die anderen Typen, also sehr gay, Deus, Olga und Karloff nicht so ganz zufrieden gewesen sind mit dem, was der Weisen gemacht hat. Also die fanden es überhaupt nicht toll. Und ja, ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Wir gehen in die Episode 6. Viel Spaß. Und ich werde auch... Oh, das wird so cool werden. Ich freue mich wieder, das zu zocken. Los geht's. Und tut mir leid, dass so lange nicht mehr kam. Kaum Zeit. Los geht's. Ladevorgang. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will zocken. Los geht's. Los geht's. Da ist er. Azura. Die Musik ist geil. You are a fool. Du bist ein Narr? Du bist selber ein Narr. Next time. Not come back. Natürlich kommen wir wieder. Und hoch! Ja! Ja, hättest du nicht gedacht, wa? Dass ich noch aufstehen kann. Ich mach dich blöd. Geständnisse einer Maske. Yasha. Ja, das ist Yasha, dein alter Gegenspieler. Die sieben Gottheiten. Yasha. Asura, why have you come back? Ja, das weiß er ganz genau, warum er zurückgekommen ist. Das weiß er ganz genau. Jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen. Und wir hauen natürlich mit unseren Füßen, Alter. Alter, sie ist deine Enkelin. Nicht Enkelin, eine Cousine. Nee, nicht Cousine, warte mal. Nicht Cousine, warte mal. Wie ist denn das nochmal? Warte mal. Onkel, ja, sie ist deine Nichte. Und er redet einfach so in der dritten Person mit ihr. Weißt du, dass mir das eigentlich voll am Arsch vorbeigeht, Yasha? Das ist mir vollkommen egal, ob ich nicht mit eurer Sache vertraut bin. Ihr werdet leiden, Mann, ey. Ist mir wohl egal, für was ihr alle gearbeitet habt. Und was macht ihr denn die ganze Zeit? Ihr haut die übrigens selber alle voll um, die ganzen Leute. Zack! Hat nichts gebracht. Geiler Tritt, aber der Effekt war nutzlos. Zack. Und hoch jetzt. Na, warte, dich kriege ich. Alter, nur mit Füßen und dem Kopf, das ist so krass. Au. Pathetic. Look at you. You cannot harm me. Oh, das würde ich nicht sagen, Yasha. Das würde ich echt nicht sagen. Wir hauen dich trotzdem grad. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, das war nun gut, was? Fällt die gerade ab? Nee, die fiel gerade nicht ab, oder? Das sah gerade echt so aus, als ob die Maske abfiel, aber nicht. Ich habe nur einen guten gekriegt. Wie schlecht. Eigentlich müsste da stehen, wie schlecht. Und dann stand natürlich gut. Alter, das hält ja aus. Oh, der Tripp, ey. Willst du mich verarschen? Jetzt soll ich die mal bei der Arme abschneiden? Alter, das da weh. Genau in die Magenkuhle. Oh, wir halten aus. Ja, wunderbar. Was ist jetzt ernst oder was? Willst du mir weg, Mann? Willst du Stress? Blöder Ninja, Alter.
Dinge haben sich nicht geändert. Ich mach die nur noch fertig. Ja, danke, Asura. Genau das gleiche habe ich auch gesagt. Nichts hat sich geändert. Hast du mich gerade gefallen genannt, Alter? Jetzt mach ich dich platt hier, Alter. Nichts kannst du machen. Dich töten, Mann, Alter. Komm her, Alter. Ich töte dir in die Eier, Mann. Komm her. Bam, 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 bam. Oh. Das kann ich auch. Wenn ich Arme hätte. Aber egal, ich mach's trotzdem klar. Komm her. Da, mein Kopf ist härter als deiner. So, zack, bam, 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 bam. Und in die Fresse. Und nochmal mit dem Kopf. Bam. Gong. Oh, mach du wieder deine Strahlen. Deine Strahlen können mich mal am Arsch. Und das wieder auch nochmal. Auf mich anzugreifen, Alter. Ich greife dich nur an. Und Wut. Was willst du denn jetzt? We are bringing salvation to Gaia. Du! There is nothing you can do. Er bringt Erlösung, hm? Er. As priestess, Mithra has dedicated herself to the salvation of our world. You should be proud. What did you say? Be proud of Mithra's suffering! Yes, and I will say it again. Your daughter is devoted to the cause in order to save the world. Ja, natürlich, du! Alter, jetzt wäre ich auch so sauer wie er. Alter, wie kann er das zu seiner Nichte sagen, Alter? Mach ihn fertig! Zack! Mit dem Kopf voran, Alter, und die blöde Maske fällt runter. Jawoll, sie geht sogar kaputt. Alter, mit der... Kopf, Alter, die Welle, krass, wie übel. Aber wie kann er das sagen, einfach, wirklich, ja, wird sein Stolz auf das, sei froh, dass seine Tochter leidet und so weiter. Hallo? Was ist denn das für ein Onkel? So, ja, das hättest du nicht gedacht, war, dass wir so krass mit unserem Kopf zuhauen können. Und du siehst irgendwie scheiße aus. Nein, du siehst cool aus. Der sieht cool aus. Yasha ist cool. As ugly as ever. Er stimmt mir sogar zu. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Before the cause. It is meaningless. In der Hälfte zerteilt. Alter! Was ist das denn? Was war das? Wie krass! Alter! Do not return again. Er hat da gerade noch irgendwas gesagt. Habt ihr es gesehen? Er hat was gesagt. In der Lava. Krass. Nur setzt sie sie wieder auf. Das ist ein Zeichen, dass er nichts ausgelernt hat. Krass, ey. Der hat nichts gelernt, Freunde. Yasha hat gerade nichts gelernt. Wirklich. Was ist denn das? Wie krass ist das denn bitte? Wie krass. Leute, ohne Witz. Tja. Wir sind getötet worden, Freunde. Wir sind getötet. Yasha hat uns einfach mal mitten in zwei Hälften geteilt, ohne Witz, und sagt, ja, ja, guck dir das einfach an, schau dir einfach die Erlösung der Welt aus dem Jenseits an, also aus Naraka war das Jenseits gewesen, hat einfach rausgehauen, ja, guck einfach zu, wie wir die Welt ins Chaos stürzen, ohne Witz, ey, wenn der schon sagt, dass die Seelen gesammelt haben, hallo? Ich wette, die Menschen lebten noch alle voll. Und die haben die einfach umgebracht. Bestimmt ist es so. Ich wette, es ist so.
dass sie die einfach umgebracht haben. Und dieses Spiel wurde präsentiert von Capcom, liebe Freunde. Aber das kann nicht zu Ende sein. Nein, 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 nein. Das darf einfach nicht zu Ende sein. Hallo? Wir sind der Hauptheld und wir sterben nicht so einfach. Wir müssen Mithra retten. Wir müssen die Welt retten vor den Idioten. Teil 1, Leiden. Ist beendet. Sag ich doch. Es geht noch weiter. Es geht weiter, Freunde. Episode 6. Geständnisse einer Maske. Oh. Aber trotzdem, ja, ein A-Rang. Sehr gut. Das ist gut, das gefällt mir. Verlassen Sie dieses Menü und fahren Sie mit der nächsten Episode fort. Alles klar, wir gehen weiter. Ja, Freunde, das war ein saukurzer Part, sag ich mal ganz ehrlich. Das ging jetzt hier nur gerade 10 Minuten. Ah ne, geht ja noch weiter. Moment, es geht ja noch weiter. Ich Idiot, es geht ja noch weiter. Lange nicht mehr aufgenommen. Geständnisse einer Maske. Künstler Satoshi Sakai. Die Karma-Festung. Die Gemächer der Priesterin. Das wird das zweite Mal, dass wir dir den Vater nehmen, nicht wahr? Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde, Moment. So, weiter geht's. Wenn all dies vorüber ist, hast du das Recht, mein Leben zu nehmen. Ich werde den Tod willkommen heißen. Ja, weil er hat ja... Das Krasse ist ja, er hat ja Schuldgefühle. Also er hat Schuldgefühle, dass er mit den anderen die Tochter von seines besten Freundes und Gegenspielers entführt hat und sagt jetzt auch noch, Alter, wenn das alles vorüber ist, kannst du mich töten, Mithra. Töte mich einfach für das, was ich dir angetan habe, so. Das ist voll krass, aber anstatt da mal einfach mal logisch nachdenkt, was die eigentlich genau machen. Die töten Menschen. Ich sage ganz ehrlich, die töten Menschen. Die bringen Leute um, nur um die Welt zu retten. Das ist so ganz logisch, oder? Dann sagt man doch einfach, nee, komm, ich mach was anderes. Egal. Ich philosophiere wieder viel zu viel. Ich wette, es ist ganz anders. Aber vorerst wirst du warten müssen. Ich sehe kaum was wegen dem scheiß Pop-Up-Schutz, aber ist ja egal. Das ist der einzige Weg. Wir brauchen deine Kräfte. Die Welt braucht's. Viltra lässt ohne Unterlass Goma auf die Welt los. Wenn wir kein Mantra haben, um sie zu bekämpfen, gibt es für die Zivilisation keine Hoffnung. Viltra war dieses Riesenviech am Anfang, wisst ihr noch, da dieses, was du aus der Erde kommst und hallo. Deine Fähigkeit, Mantra zu verstärken, ist für uns Schwert und Schild zugleich. Ohne dich können wir Gaia keine Erlösung bringen. Voll krass, das Bild! Asura, warum widersetzt du dich der Vernunft? Mithras Kräfte sind unerlässlich für die Sache. Sobald wir Viltra besiegt haben, sind Mithra und die Welt gerettet. Sturana. Ja, okay, das ist klar, aber man kann die Welt auch anders retten, anstatt das. Und erstmal 500 Jahre später. Klar, natürlich. 500 Jahre später, cool. In one slash, Yasha mercilessly splits Asura in two. Asura finds himself back in Naraka. Burning with more rage than ever. But for now, his only option is to follow the light. Die Pflichten eines Vaters. Episode 7. Ja, und das, liebe Freunde, werden wir natürlich auch im Part 7 dieses schönen Let's Plays erfahren, was da alles passiert. Also, es sieht schon so aus, als ob man so ein bisschen nochmal in die Vergangenheit geht, so einen kleinen Rückblende nochmal reinkriegt und so weiter. Wird sau spannend werden. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Asuras Wrath. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.